Weil in diesen Tagen in Budapest die Eiskunstlauf-EM über die Bühne geht, fehlt aus Russland eine Läuferin, die sonst praktisch fest zum Team gehörte. Elisaveta Tukhtamyshova, was ist passiert? Kaum eine Eiskunstläuferin Russlands zeigte in den letzten Jahren solch ein Potenzial und war dennoch so glücklos bei den jüngsten zentralen Entscheidungen wie sie. In ihrer früheren Zeit stand die Wahl St. Petersburgerin lange im Schatten ihrer Altersgenossin Adelina Sotnikova, die ihr eine Reihe von zweiten Plätzen verschaffte. 2011 schaffte sie es endlich und gewann erstmals die russische Meisterschaft. Für den Aufstieg für die international agierende Equipe ein wichtiger Meilenstein. 2012 folgte Gold bei Grand Prix-Wettbewerben und im Dezember ein erneuter russischer Meistertitel trotz neuer starker Konkurrenz. Eigentlich waren zu diesem Zeitpunkt Jelisavetas Voraussetzungen ideal, für die russische Olympiateam im eigenen Land nominiert zu werden. Auch bei der EM 2013 gewann sie Bronze. Doch ausgerechnet in diesem entscheidenden Moment wollte es mit den Erfolgen nicht mehr klappen. Beim Grand Prix-Finale reichte es nur noch für Rang 5. Im Dezember 2013 folgte dann ein Absturz. Nur Rang 10 bei der russischen Meisterschaft, hinter allen alten und neuen Konkurrentinnen Sotnikova, Lipnitskaya, Leonova und dem neuen Eislaufsternchen Jelena Rodionova, Sochi war damit gelaufen. Gründe für den Misserfolg lieferte ihr Trainer sogleich, denn die junge Läuferin habe aktuell sehr mit dem Übergang vom Mädchen zur jungen Frau zu kämpfen. Er sei guter Hoffnung, dass sie bald wieder zur Weltspitze gehöre. Da hoffen wir natürlich mit.